Ihr Job verlangt Ihnen alles ab. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Job ist auf jeden Fall anstrengend. Tag für Tag müssen Sie anpacken und zwar richtig. Wir kommen halt schon an manche Haufe dran, dann geht's schon an die Grenzen, ne? Also bräuchte man schon mal 5 Minuten Pause, bisschen durchatmen, ein bisschen was trinken, ja. Aber genau dafür bleibt zwischendrin meist keine Zeit. Denn gerade im engen Stadtdschungel muss es schnell gehen, um die Bürger nicht unnötig zu strapazieren und auch die eigenen Nerven zu schonen. Ja, das ist halt ja, geteilt. Ne? Das viele regen sich auf, wenn das zu lang dauert, wenn der Haufen mal zu groß ist. Ne? Ja, da muss man dann halt warten. Ja, wir können ja nicht ständig außen rumfahren. Ja? Das wäre schon nie fertig dann. Ne? Die Müllwerker Peter Jarosinski, Arek Pikos und Pascal Ferrara müssen heute allein 50 bis 60 Fuhren Sperrmüll einladen. Insgesamt bewältigt die Abfallwirtschaft Mannheim mit ca. 120 Müllwerkern und 34 Müllwagen im täglichen Einsatz rund 700 Tonnen Müll, inklusive Sperrmüll. Pro Woche macht das allein rund 130.000 Behälter an Restmüll, Bioabfall, Wertstoff und Altpapier. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit, mal einen Tag Pause zu machen. Also der Betrieb muss immer laufen, damit die Leute natürlich auch ihren Abfall loswerden, damit vernünftig getrennt werden kann, damit wir die Müllmenge im Griff haben. Und ohne den Beruf Müllwerker würde die Stadt Mannheim nicht funktionieren, würden wir Müll ersticken. Und das möchte wohl keiner. Also legen sich die Müllwerker jeden Tag aufs Neue ins Zeug. Müllberg für Müllberg wird so bezwungen. Noch zu den Kleinen. Sowas machen sie noch vor dem Frühstück. Das ist doch normal. Ein bisschen Humor darf bei dem Knochenjob nicht fehlen. Und Teamwork ist besonders wichtig. Nur wenn jeder jedem hilft, kann die Arbeit reibungslos funktionieren. Der Ruf wird mit Sicherheit schlechter sein, als der Job wirklich ist. Also man hat eine hohe Belastung, man ist täglich draußen. Der Körpereinsatz ist hoch. Aber auf der anderen Seite hat man auch ein geregeltes Arbeitsumfeld. Man hat geregelte Arbeitszeiten, man hat einen soliden Verdienst. Die Müllwerker verdienen bis zu 2.700 Euro brutto im Monat plus eventuelle Zulagen wie Schmutzzulage oder Überstundenzulage. Damit ihre Arbeit künftig ein wenig erleichtert wird, hätten sie einen Wunsch. Können die Mannheimer vielleicht ein bisschen besser aufgeklärt werden, was zum Sperrmüll gehört und was nicht. Öfters wird da viel rausgeschmissen, was zum Sperrmüll gar nicht dazugehört. Und das erschwert es zusätzlich. Dabei beweisen die Müllwerker ohnehin jeden Tag aufs Neue, dass sie stille Helden des Alltags sind.